Heute wird von Unternehmen erwartet, dass sie den Themen Arbeitsschutz und Unfallverhütung einen hohen Stellenwert einräumen. Sie haben ihre Beschäftigten vor allen Gesundheitsrisiken und technischen Gefahren, die sich am Arbeitsplatz ergeben können, zu schützen. Doch bis zu diesen hohen Standards war es ein weiter Weg. Die Industrialisierung im ausgehenden 19. Jahrhundert bringt eine neue gesellschaftliche Klasse hervor, die der Lohnarbeiter. Technische Entwicklungen, vor allem die Dampfmaschine und der automatische Webstuhl, haben die Arbeitsbedingungen verändert. Da die neuen Prozesse keine besondere Ausbildung erfordern, werden auch Kinder eingestellt. 1839 schreitet Preußen erstmals ein. Arbeit wird für Kinder unter 9 Jahren verboten. Bis zum 16. Lebensjahr wird die Arbeitszeit auf 10 Stunden pro Tag begrenzt. Die Arbeitsbedingungen sind nach wie vor katastrophal. Unfälle häufen sich. Wer sich verletzt, ist nicht abgesichert und verliert sein Einkommen. Um eine Entschädigung zu bekommen, muss dem Arbeitgeber ein Verschulden nachgewiesen werden, was nur selten gelingt. Angesichts der unsicheren Arbeitsbedingungen und der häufigen Unfälle ein unhaltbarer Zustand. 1872 gründen Unternehmer zur Sicherung ihrer Produktionsanlagen den Verein zur Überwachung der Dampfkessel, der Vorläufer des TÜV. Kurz darauf wird der Verein mit der Aufgabe betraut, hoheitliche Sicherheitsinspektionen durchzuführen. Am 15. Juni 1883 verabschiedet der Reichstag einen Meilenstein. Das Gesetz betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter. Darin erstmals geregelt Krankengeld, ärztliche Behandlung, Krankenhaus und Sterbegeld. Die nächste Errungenschaft, nur ein Jahr später, ist das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884. Es regelt die Unfallrente, die medizinische Heilbehandlung und vor allem die Unfallverhütung. Träger der Unfallversicherung sind die neu gegründeten Berufsgenossenschaften. Die kollektive Haftpflichtversicherung der Unternehmer löst die private Haftpflicht des einzelnen Arbeitgebers ab. Was nun gesetzlich geregelt ist, war bis dahin Aufgabe örtlicher Kommissionen und Fabrikinspektoren, die den Schutz der Arbeitnehmer in den Fabriken zu überprüfen hatten. Die Umsetzung allerdings bleibt bis dahin mangelhaft. Kaiser Wilhelm II. Will den Arbeitsschutz weiter ausbauen, gerät allerdings mit Bismarck in Konflikt, da der dies aus wirtschaftlichen Bedenken ablehnt. 1890 tagt in Berlin erstmals eine internationale Arbeitsschutzkonferenz. 14 Staaten nehmen daran teil. Konkrete Beschlüsse fasst die Konferenz nicht, allerdings bleibt sie nicht ohne Konsequenzen. 1891 beschließt der preußische Staatsrat die Ausweitung eines wirksamen Arbeitsschutzes. Sonntagsarbeit in der Industrie wird generell verboten. Kinder unter 13 Jahren dürfen nicht mehr in Fabriken beschäftigt werden. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nicht länger als 10 Stunden am Tag arbeiten, Frauen nicht länger als 11 Stunden. Verboten wird auch die Nachtarbeit für Frauen und Kinder unter 16 Jahren. Unfall- und Gesundheitsgefahren gelten nicht mehr länger als der unvermeidliche Preis des Fortschritts oder individuelles Verschulden. Der Unternehmer wird in die Pflicht genommen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Für die Einhaltung der Schutzmaßnahmen sorgt eine staatliche Gewerbeaufsicht. Im Ersten Weltkrieg wird die Uhr zurückgedreht. Im August 1914 wird der Arbeitsschutz für Kinder, Jugendliche und Frauen aufgehoben. Doppelschichten mit 12-stündiger Arbeitszeit werden eingeführt. Sonntagsarbeit ist keine Seltenheit. Die Gewerbeaufsicht wird gelockert. Nach Ende
Ende des Ersten Weltkriegs wird der Arbeitsschutz sofort wieder eingeführt und verschärft. Innerbetrieblich wird der Arbeitsschutz professionalisiert. Die Sicherheitskampagnen sind drastisch. Unfallvertrauensmänner und Sicherheitsingenieure sorgen für die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien. Inzwischen hat der Rat der Volksbeauftragten in Deutschland den 8-Stunden-Tag eingeführt und damit eine weitere Forderung der Arbeiterbewegung erfüllt. Engagierter Verfechter von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ist der Schriftsteller Franz Kafka, der für die Arbeiterunfallversicherungsanstalt in Prag arbeitet. Hier setzt er sich unter anderem intensiv mit den technischen Risiken und Verletzungsgefahren bei der Arbeit an Holzhobelmaschinen auseinander. Am 6. Mai 1933 wird die Deutsche Arbeitsfront, DAF, gegründet, die die Gewerkschaften ersetzt. Hauptaufgabe der DAF ist die betriebliche Sozialpolitik. Unter dem Schlagwort Schönheit der Arbeit kümmert sie sich um bessere Arbeitsbedingungen und eine erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges werden erneut alle Richtlinien des Arbeitsschutzes außer Kraft gesetzt. In der noch jungen Bundesrepublik ist der Arbeitsschutz sogar im Wahlkampf gleich ein Thema. Im Einklang zum Wiederaufbau des deutschen Staates werden sowohl der technische als auch der soziale Arbeitsschutz stetig weiterentwickelt. Die Zahl an Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien, technischen Anleitungen, Normen und Regeln nimmt ständig zu. Die Kampagnen rund um Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit werfen ein interessantes Licht auf die besonderen Unfallschwerpunkte und Risiken im Verlauf der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Eines der wichtigsten Elemente des Arbeitsschutzes markiert bis heute das Arbeitssicherheitsgesetz von 1973. Betriebe sind von nun an gesetzlich dazu verpflichtet, Betriebsärzte einzustellen und Fachkräfte für Arbeitssicherheit als Berater in die betriebliche Sicherheitsarbeit einzubeziehen. Seit 1996 ist das Arbeitsschutzgesetz in Kraft. Es regelt die Aufgaben des Arbeitgebers und Arbeitnehmers im deutschen Arbeitsschutz. Zentrales Instrument des Arbeitsschutzgesetzes ist die Gefährdungsbeurteilung. Heute müssen Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass die Beschäftigten vor Chemikalien, Krankheitserregern, Gefahrstoffen, Lärm, technischen Risiken wie schwere Maschinen oder sonstige technische Arbeitsmittel sowie anderen Gefahren, die sich aus der Arbeit ergeben können, geschützt sind. Dabei wird der Arbeitsschutz bereits bei der Planung von Arbeitsplätzen im Rahmen der Prävention berücksichtigt. Zudem hat der Arbeitgeber seine Angestellten im Hinblick auf alle Sicherheitsmaßnahmen in seinem Betrieb zu unterweisen. Seit 2013 sind auch psychische Belastungen, die am Arbeitsplatz auftreten können, im Arbeitsschutzgesetz verankert. Sie müssen nun ebenfalls im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung beurteilt und bewertet werden. Fazit: Die Standards, die heute europaweit für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit gelten, zählen zu den großen Errungenschaften der modernen Wirtschaftswelt.